Moin YouTube, liebe Messerfreunde, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch ein Messer von Böker Plus vorstellen, ein, wie ihr euch denken könnt, etwas kompakteres Messer. Und wenn euch interessiert, was hier in diesem kleineren Böker Plus Karton geliefert wurde, dann bleibt doch einfach dran. Herzlich willkommen zurück. Ja, ich habe es gerade erwähnt, ein kleinerer Böker Plus Karton. Ich war es schon fast gar nicht mehr gewohnt, diese kleineren Kartons zu sehen, weil die letzten Böker Plus Kartons, die waren immer relativ groß, weil dort auch eine Pouch enthalten war. Das ist jetzt hier bei diesem kleineren Karton nicht der Fall. Wir haben ja die Pflegehinweise und Garantiebedingungen in zwei Sprachen, Deutsch und Englisch. Dann dieses, ja, so eine Art Wachspapier, in dem das Messer eingewickelt war. So ein bisschen Trockenmittel und vielleicht noch ganz interessant, ich weiß nicht, ob man es hier lesen kann, Böker setzt inzwischen auf eine 100% recycelbare Verpackung, außen Karton und innen eben dieser Einsatz hier. Eine schöne Sache. Und jetzt haben wir dem Karton hier genügend Aufmerksamkeit gegeben, glaube ich, so dass wir zum eigentlichen Star des heutigen Videos kommen können. Gekauft habe ich das Ganze in der Altonaer Silberwerkstatt. Hier der kleine Hinweis mit dem Chesterfield-Sessel. Der Knife Lounge war innerhalb eines Tages sogar da. Ganz toller Versand. DHL hatte zwar geschrieben, dass sie Schwierigkeiten hätten, aber dieses kleine Teil hier kam dann recht schnell bei mir an. Und ja, was ist das? Das ist ein sogenanntes Böker Plus Baby X. Ein Daryl Kasten oder Kasten Design. Und ich habe nachgesehen auf dem Instagram-Account von Daryl. Es hat so Anleihen von dem Maxim X, also das genaue Gegenteil. Das hier ist die Miniaturausführung und dann gibt es das Ganze auch nochmal in groß für alle unter euch, denen hier diese kleinen kompakten Taschenmesser, auf die ich so stehe, nicht so viel geben. Allerdings gibt es hier doch einige Änderungen zu dem Custom-Modell, zu diesem Maxim X, denn das ist ein Liner-Lock, während wir hier tatsächlich eine Frame-Lock-Ausführung haben. Das Ganze besteht aus einem Frame oder aus den Platinen hier, die sind aus Edelstahl und verfügen hier über diesen Wellblech-Look, so beschreibt Böker das auch selbst. Und das hat mich tatsächlich auch angesprochen, als ich die ersten Renderings gesehen habe. Da habe ich gleich gedacht, Mensch, das sieht ja richtig edel aus. Das kann ich mir vorstellen in meiner EDC-Rotation. Einfach als kleines, kompaktes Schneidwerkzeug neben den ganzen anderen Dingen, die ich so in meiner Rotation mit mir herumtrage jeden Tag. Und wollte es dann bestellen, musste aber feststellen, dass die Auslieferung doch noch einige Wochen auf sich warten ließ. Bei der Altonaer Silberwerkstatt gibt es diese tolle Geschichte, wenn ein Gegenstand noch nicht verfügbar ist, dann kann man seine E-Mail hinterlegen und wird informiert, sobald der Gegenstand dann verfügbar ist. Das war bei mir irgendwann Mitte der Woche beim Frühstück der Fall. Da kriegte ich plötzlich die E-Mail von der Altonaer Silberwerkstatt und habe dann auch während des Frühstücks gleich morgens bestellt und ja, wie gesagt, am nächsten Tag war es dann auch schon da. Und jetzt habt ihr lange genug gewartet auf den Moment, wo ich euch zeige, wie das Messer im ausgeklappten Zustand aussieht. Dazu betätige ich hier jetzt diesen Flipper. Böker schreibt Frontflipper, das ist aber kein echter Frontflipper. Daryl hat hier einfach eine Aussparung im Frame vorgenommen, so dass er dadurch einen Teil der Klingenwurzel freigelegt hat.
Und die dient dann eben als Flipper. Und dann sieht das Ganze so aus im geöffneten Zustand. In der vollen Größe haben wir hier 10,4 cm Gesamtlänge. Die Klinge macht davon etwa 4 cm aus. Kommt hier in dieser, ich würde mal sagen, schafsfußartigen Klingenform daher. 3 mm stark ist das Teil, besteht aus D2-Stahl, hat hier eine Swatch auf beiden Seiten und dann natürlich diese markant gefräste Rille in der Klinge. Auf der Vorderseite das Böker Plus Logo, relativ dezent. Ich hätte es mir sogar noch hier oben irgendwie in der Ecke vorstellen können. Und auf der Rückseite, ja, das Symbol für Daryl Keston, die kleine Rakete, finde ich auch immer sehr witzig. Rocket Design. Und ansonsten D2-Stahl habe ich ja schon gesagt. Ziemlich stark die Klinge für dieses kleine Messer. Wir haben hier dann eine Schneidphase, die sich nochmal so ein bisschen prominent abhebt. Das Messer kam sehr, sehr scharf, rasierscharf, ausgeschliffen, hat richtig Spaß gemacht, damit die ersten Schnitte zu machen. Ich hätte mir hier vorstellen können, dass wir tatsächlich eine Integralbauweise haben, aber wie man hier schon an diesem leichten kleinen Spalt erkennen kann, ist es tatsächlich ein zusammengesetzter Griff aus diesen beiden Platinenhälften. Wäre natürlich schön gewesen. Im Griff selber integriert nochmal eine Fangriemenöse, die es gerade aufgrund der Größe dieses Messers möglich macht, das Ganze nochmal etwas zu verlängern, da dann auch Leute mit größeren Händen einen richtig guten Vier-Finger-Griff hinbekommen durch das Lanyard. Bei mir, ihr seht es schon, mit meiner Handschuhgröße 9,5 ist es nur ein Dreifingermesser. Drei Finger finden also auf dem Heft so gerade eben Platz. Eigentlich sind es nur 2,5, sehe ich jetzt gerade. Der kleine Finger kann das Ganze von hinten noch so ein bisschen abstützen. Aber hier braucht man eigentlich jetzt auch keinen festen Griff und schon gar keinen Hammergriff, sondern das ist eher so ein kleiner Boxcutter, würde ich sagen. So ein kleines EDC-Taschenmesser, das man einfach dabei hat für die kleinen Schneidaufgaben des Tages. Dafür ist die Länge der Klinge und auch die Gesamtlänge für mich persönlich vollkommen ausreichend für das, was ich so tagtäglich mit meinen Taschenmessern machen möchte. Ich weiß natürlich, dass viele von euch in anderen Bereichen tätig sind, nicht im Büro und da auch ausgewachsene Taschenmesser bevorzugen. Bei mir sieht das Ganze anders aus. Schauen wir uns hier jetzt nochmal die Framelock-Seite an. Da fällt dieser prominente Clip auf. Der sitzt hier auch zwischen den beiden Platinen, schön eingelassen, verschraubt, lässt sich demontieren. Und ich glaube, das werde ich auch mal ausprobieren, denn ich finde, dass der Clip so ein bisschen deplatziert aussieht. Dieses Riffelmuster, dieses Wellblechmuster auf den Platinen und dann dieser leicht satinierte Edelstahlclip. Das wirkt für mich nicht so richtig stimmig. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Aber für mich passt es nicht. Hier jetzt nochmal der Stand im geöffneten Zustand von der Speerfeder. Hält sicher die Klinge offen. Da passiert gar nichts. Wir haben auch keinerlei Spiel jetzt im geöffneten Zustand. Alles super fest. Die Klinge läuft übrigens auf Kugellagern. Wenn wir jetzt den oder die Speerfeder noch mal ein bisschen, wenn wir jetzt die Speerfeder wieder zur Seite drücken, das funktioniert häufig mit so ein bisschen Sticky Lock, wie es so schön heißt, was mich verwundert, weil ja, wie gesagt, die Platinen aus Edelstahl bestehen, die Klinge aus D2-Stahl. Normalerweise sollte da eigentlich wenig passieren, aber trotzdem setzt sich die Speerfeder doch etwas fest. Man muss da ein bisschen gegendrücken. Ja, kommen wir jetzt nochmal zu den Kugellagern. Ich habe das Messer noch nicht zerlegt.
werde ich, wie gesagt, in den nächsten Tagen mal machen, um den Clip herauszunehmen. Dann schaue ich mir das Ganze noch mal etwas genauer an. Der Flipper funktioniert in der Regel gut, wahrscheinlich geschuldet auch den Kugellagern. Das Ganze läuft so ein bisschen, ja, rauer, jetzt nicht schlecht oder so, das ist überhaupt kein Thema, das Messer zu öffnen und auch wieder zu schließen, aber man hört dieses Kugellager so ein bisschen. Ich werde mal schauen, ob ich da so einen Tropfen von meinem Chris Reeve Grease dran machen kann, um das Ganze nochmal ein bisschen feiner einzustellen. Schön finde ich aber auch generell jetzt dieses ja, rechteckige Design, diese klaren Linien. Keine Schnörkel dran, alles so ein bisschen ja, quadermäßig geformt. Das ist eben das, was mich auch angesprochen habe, als ich die ersten Bilder gesehen habe. Ich hätte mir jetzt noch vorstellen können, dass das Ganze auch in etwas edleren Materialien dahergekommen wäre. Also ich hätte jetzt nichts gegen Titanschalen gehabt und vielleicht auch beim Stahl. Obwohl ich da ja kein so ein Stahlfanatiker bin. D2 ist für mich vollkommen in Ordnung, aber so eine schöne kleine Damastklinge hätte das Ganze noch mal mehr so ein bisschen zu einem Schmuckstück gemacht. Wie sagt der Mitch immer in seinen Videos, Männerschmuck. Gerade wenn man ansonsten auch eher so ein bisschen Wert darauf legt, hochwertige Sachen in seinem EDC zu haben, dann hätte mich das jetzt nicht gestört, wenn auch hier die Materialien etwas hochwertiger gewählt worden wären, was dann natürlich den Preis nach oben getrieben hätte. Hier muss ich sagen, für knappe 40 Euro, die Böker aufruft, geht in Ordnung. Jetzt muss man mal gucken, wie sich so die Preise entwickeln aufgrund der Inflation und auch der Vorgehensweise von Böker schon in den letzten Jahren, sie dann immer so einen Fünfer draufpacken jedes Jahr, dann wird es natürlich irgendwann ja fragwürdig, ob man für diese Materialien dann das Geld auf den Tisch legen möchte. Muss dann jeder für sich entscheiden. Ich habe es jetzt erstmal gemacht. Ich bin soweit zufrieden. Wie gesagt, es hätte noch mal ein bisschen edler sein können. Und da wäre ich auch bereit gewesen, noch mal etwas mehr Geld dafür zu bezahlen. Ansonsten ein schönes, kleines und leichtes Taschenmesser, 47 Gramm, jetzt selbst mit den Stahlplatinen hier. Das ist also, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Ein Messer für die fünfte Jeanstasche, ein perfektes kleines Schneidwerkzeug für den täglichen Einsatz, glaube ich. Ja, das soll es zunächst mal gewesen sein zu meinem Ersteindruck zu diesem Messer hier, dem Böker Plus Baby X. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr euch auch andere Materialien vorstellen könntet, vielleicht sogar Mikata. Schreibt mir das doch mal unten rein, würde mich interessieren und vielleicht liest ja auch jemand von Böker mit und das gibt dann. Und es gibt eventuell noch weitere Variationen dieses Messers. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es bei mir heißt, Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss.